Tag X. Die Planungen und Vorbereitungen waren erledigt. Die geheimen, geradezu konspirativen Treffen vorbei, die Koffer gepackt, die Lügen gelügt. Es gab keine Hindernisse mehr. Doch alles, was sich in der Theorie so bestechend logisch angehört hatte, machte mir plötzlich Angst. Natürlich gab es Stimmen, die Bedenken geäußert hatten. Am Ende waren sie jedoch alle überzeugt oder zumindest beruhigt gewesen. Nun schien es, als sei ausgerechnet mir diese Überzeugung abhanden gekommen, als hätte ich viel zu viel davon fortgegeben. Es konnte einiges schiefgehen. Es konnte in einer Katastrophe enden. In diesem Fall würde alle Schuld mich treffen. Jeder Vorwurf wäre berechtigt. Mit der gleichen Angst, die ich seit Wochen spürte, betrachtete ich die Haustürklingel. Nichts daran war besonders. Die übliche rechteckige Form mit einem Feld für den Namen und einem Taster, den man ansah, wie häufig er benutzt worden war. Auch von mir. Analog zu der Anzahl der Bewohner dieses langweiligen Mietshauses gab es 6 Klingeln, 2 Reihen mit je 3 Stück untereinander. Die, die mich etwas anging, die mein Leben anhaltend veränderte und wegen der ich heute meinen Job aufs Spiel setzte, befand sich in der rechten Seite oben. Mit leicht geschwungener Schrift war der Name per Hand auf ein unsauber ausgeschnittenes Stück Papier geschrieben. Bischof. Ich hatte Angst vor diesem Klingelknopf. Angst davor, ihn zu betätigen. Seit 4 Wochen stand ich beinahe jeden Morgen um 7:45 hier und meine Hand zitterte, sobald ich sie ausstreckte. Aber die Qual begann schon lange vorher. Sie begann mit dem Klingeln des Weckers auf meinem Nachtschrank. Ich bin einer dieser Menschen, die sofort hellwach sind. Das war schon immer so gewesen. Wecker klingelt, Augen auf, hallo, hier bin ich. An schönen Tagen ist das toll. Aber in den letzten Wochen war natürlich sofort die Besorgnis miterwacht. Ach was. Sie hatte schon vorher wachgelegen, den Wecker angestarrt, versucht ihn zu überreden, früher als geplant zu klingeln. Und ich hatte feststellen müssen, dass es einem ganz ordentlich den Tag vermiesen kann, wenn der erste Gedanke angsterfüllt ist. Hoffnung weicht der Wahrheit aus. Die Tanzfläche ist zu klein für beide. Doch egal, wie positiv das eigene Wesen ist, und ich habe mich stets als positiven Menschen begriffen, steht man angesichts verifizierter Fakten ganz schnell mit dem Rücken zur Wand. Keine Chance mehr, auszuweichen. Ich drückte auf den Klingelknopf. Den Gong selbst konnte ich nicht hören, da die Wohnung sich im 2. Obergeschoss befand und die darauf folgende Zeit dehnte sich schier endlos aus. Die Freisprecheinrichtung im Wagen klingelte. Ich zuckte zusammen. Warum rief die Zentrale mich ausgerechnet jetzt an? Waren unsere Vorbereitungen doch nicht unbemerkt geblieben? Hatte von der Handvoll Eingeweihter jemand getratscht? Mir fiel Michael ein, der mich über alle Maßen überrascht hatte. Hätte ich ihm nicht vertrauen dürfen? Sollte ich besser alles abblasen? Noch war der Wagen nicht geklaut. In 2 Minuten aber würde er es sein. Zum allerersten Mal in meinem Leben beging ich eine Straftat, wurde zum Dieb, stahl ein Auto und wusste nicht, wie ich dem Besitzer jemals wieder unter die Augen treten sollte, wenn das herauskam. 2 Minuten. Die letzte Chance, doch noch einen Rückzieher zu machen. Ich schämte mich für den Gedanken, konnte ihn aber nicht verhindern. Plötzlich knackte es in der Lautsprecheranlage, so wie immer, wenn oben jemand den Hörer abnahm, und der Moment der Unsicherheit vorüber. »Wir kommen!« Sofort löste sich mein Magen aus der Umklammerung, mein Herz nahm seinen normalen Rhythmus auf und ich fühlte mich von einer Sekunde auf die andere besser. Offenbar ging es ihr gut. Selbst an der durch die Sprechanlage verzerrten Stimme erkannte ich mittlerweile die feinen Nuancen, die mir Auskunft über ihren Zustand gaben. Schmerz oder Unsicherheit hätte ich sofort herausgehört, doch da war nichts als Vorfreude. Sie war bereit für das Abenteuer. Während ich wartete, erinnerte ich mich an meinen ersten Tag an dieser Haustür. Der lag einen Monat zurück, doch es kam mir vor, als sei es gestern gewesen. Nichts ahnt, hatte ich hier gestanden, einen normalen Tag erwartet und war von dem, was dann passierte, vollkommen überrascht worden.